Hallo und herzlich willkommen, werte Taktikfreunde, zu einer weiteren Mission in XCOM The Long War. Wir haben gerade ein UFO abgeschossen und das ist irgendwo im Wald anscheinend. Mal schauen. Ja, und wir nehmen halt unser nächstes Team mit. Da ist PK dabei als der ranghöchste Lance Corporal. Eine ganze Reihe Specialists, die jetzt keine besonderen Charaktere sind, so wie unser Schiff Thunder 1. Und ich nehme keine Privates mit, weil die drei, die da sind, mir einfach zu schlecht sind. Und ich dann auf die neue Verstärkung warte und mal schaue, was bei dem gewürfelt wird. Ja, und das Ganze ist angeblich in Deutschland, sieht eher nach Skandinavien aus oder Ostsee, aber das stört uns ja nicht. Ah, na, der deutschen Grenze, na schön. Ja, und der beste Freund, der Kaffee ist mal wieder dabei. Prost. So, das UFO verspricht auf jeden Fall uns wieder jede Menge Alloys zu bringen, die wir auch dringend brauchen, weil das Scope sowie die Munition und was wir nicht sonst noch angefertigt haben, hier die Alloy Plating, davon unsere knappen Ressourcen schon fast verbraucht hat. Okay, wir starten in der Ecke der Karte, was sehr gut ist. Das heißt, ich werde mich dann mal tendenziell auch an diesem Rand der Karte entlang bewegen und schauen, ob ich irgendwelche patrouillierenden Gegnereinheiten aufspüren kann. PK wird dabei naturgemäß halt eher hinten bleiben. Und wenn wir irgendwo hohes Terrain finden, ja, dann ist das wahrscheinlich seins. Ansonsten, ja, mal schauen. Er hat auf jeden Fall alles, was es an aim-verbessernden Gegenständen gibt, mit. Denn für einen Scharfschützen hat er nicht allzu hohen Aim-Wert. Ja. Genau, ich hoffe mal, dass sich das dann noch ändert. Das kommt halt ein bisschen auf die Rose an. So, wir haben Lea Colette als kurzatmigen Rocketeer mit. Also Rocketeers sind ja die Leute, die große Probleme damit haben, weite Strecken zu laufen, solange sie ihre Raketen noch nicht verballert haben. Und ich habe halt das Maximum an Raketen mitgenommen, deswegen... Naja. Okay, unser Schiff bewegen wir dahin. Und wir haben, wen auch immer, Nakano als Scout mit Schrotflinte, weil ich hoffe, ihn mit seiner hohen Bewegungsreichweite, die auch dadurch bedingt ist, dass er nur die leichte Rüstung hat, dass ich ihn da irgendwie ein bisschen in Flanken und nahe zu Gegnern bringen kann. Genau, soweit der Plan. Mal schauen, wann er auseinanderfällt. Ich will ihn jetzt noch nicht darüber dashen, ich würde erstmal dahin gehen. Wollen wir ein bisschen aufteilen. Die Leute, so. Das Schiff ist fast auf Höhe des Baums, das heißt nur mit sehr viel Pech werde ich hier was triggern. Deswegen bewege ich mich lieber dahin. Sehr schön. Da ist das vielbeschworene Pech. Das heißt, das könnte schon fast den Tod für Nakano bedeuten. Unser Schiff hat nicht gerade die besten Trefferchancen. Und unser Rocketeer hat sich leider auch schon bewegt. Ja, deswegen wie immer zuerst weit bewegen und dann nur noch nachkommen. Wir haben auch keine Rauchgranate mit. Ich hatte das nicht für unbedingt nötig gehalten, aber jetzt sieht es halt so aus, als könnte es das doch werden. Wir können unser Schiff auf jeden Fall auf Overwatch stellen. Wir können aber genauso gut einfach den vordersten oder den äußersten, was beide sind, den vordersten versuchen zu beschießen. Und ihn nicht treffen, weil das Overwatch-Feuer ja damit verbunden ist, dass man etwas weniger Trefferchance hat als ein normaler Schuss. So. Agatha Kaufmann sieht immerhin einen. Die Frage, ja, wir müssen den Schuss nehmen. Schade, schade. Und Brito
würde jetzt Overwatch geben, in der Hoffnung, dass sie sich da so weit reinbewegen, dass sie nicht getroffen werden. Tja, das war es wohl schon wieder mit unserem Scout. Und die Drohnen haben inzwischen sogar Holo-Targeting, das heißt für jede weitere, die jetzt drauf schießt, also die anderen, die jetzt drauf schießen, treffen wahrscheinlicher. Die zweite zumindest nicht. Das heißt, wir können vielleicht, vielleicht überlebt das. Er hat, glaube ich, 3 Lebenspunkte mit dem ersten Schuss verloren. Das heißt, wenn er jetzt mit weniger als 3 Schaden kommt, boah, Glück gehabt. Okay, das war das. Nakano hat überlebt, glücklicherweise. Und ich denke, wir können mal schauen, was eine Rakete in dem Moment hier anrichten kann. Also wie viele Drohnen wir damit mitkriegen. Wir könnten alle 4 treffen. Aber es ist halt relativ weit außerhalb des Zentrums der Explosion. Das heißt, die nehmen alle nicht so der viel Schaden. Das heißt, vielleicht sollte ich mich auf die beiden nächsten hier konzentrieren. Einen, denke ich, werde ich mit Shotgun auf jeden Fall niedermachen können. Es ist nur die Frage, wie weit das jetzt hier tatsächlich ist. Sieht eigentlich ganz gut aus. Versuchen wir das mal und dann schauen wir mal, wo die Rakete tatsächlich landet. Komm schon, Colette, enttäusch mich nicht. Ah, schick. Also einer immerhin down. Einer angekratzt. Als nächstes lassen wir PK mal auf die Meute los. Der sieht komischerweise nur eine, und zwar die. Ist die Frage, wie weit unser Shotgunner kommt. Der kommt bis davor. Und könnte dann wahrscheinlich die hintere tot machen. Das heißt, PK wird tatsächlich sich erstmal in der versuchen. Nur 43% Trefferchance liegt mal wieder daran, dass die Gegner fliegen und weiter oben sind. Aber hat ausgereicht. Sehr gut. Killer PK. Wir könnten sogar Kaufmann hier ran bewegen. Dann stünde sie aber out in the open, einmal heilen lassen und dann müssten wir, sind wir aber darauf angewiesen, die Drohnen jetzt auch zu vernichten. Schwer, schwer. Wir haben auf jeden Fall 2 Schüsse mit Brito. Die setzen wir. Wie weit kommt das Schiff? Das Schiff kommt bis zum unter den ersten, das heißt, wir beschießen den zweiten. Und hoffen, dass wenigstens einer diese 49% Schüsse trifft. Der erste schon mal nicht. Ist das jetzt die vordere? Ja. Ja. Das ist die hintere. Okay. Okay. So ziemlich das döfste Ergebnis, was überhaupt rauskommen kann. Also er hat halt 3 Schaden gemacht, aber 2 wurden ignoriert. Okay, aber wir kriegen das hin. Unser Schiff kommt hier ran. Hat jetzt eine 74% und 64% Chance. Das heißt, wir nehmen die 74er auf den vorderen. Abgeschossen, sehr schön. Und jetzt riskieren wir das einfach mal. Gehen mit Kaufmann hier vor ins Nichts. Heilen eine Runde. Und Nakano kann jetzt ran sprinten. Also ist ja nicht gesprintet, sondern laufen. Und hat eine 100% Trefferchance mit Home Base Damage. Und das war's. Okay, gerade nochmal so gut gegangen. Da hatte ich Nakano schon tot gesehen und einen weiteren Scout zu verlieren will ich eigentlich nicht. Da brauche ich erstmal einen Schluck Kaffee auf die Erleichterung. So. Ich habe Meld gehört, aber ich habe es nicht sehen können, wo es ist. Da ist es. Und wo Meld ist, treiben sich normalerweise, oder sagen wir mal relativ oft, auch Gegner rum. Und da Nakano unser Scout ist und jetzt auch wieder voll geheilt, geht er hier hin. Und wirft dann mal seinen Battle Scanner. Ja, wenn der nichts ergibt, dann bin ich relativ zuversichtlich, dass wir da ran können und uns das Meld schnappen. Da vorne sind jetzt Brandspuren. Oh, ja, ich wollte nicht so weit hinter. Scrollen Sie weiter. Okay. Ich habe das UFO jetzt noch nicht gesehen.
Das heißt, wir werden uns erstmal mehr oder minder schnell in diese Richtung bewegen, denke ich. Und hier ist Kartenrand. Das heißt, es könnte prinzipiell noch sein, dass hier was... Naja, es ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber wie wir auf der Map mit dem Springbrunnen gesehen haben, auch unwahrscheinlich bedeutet nicht unmöglich. So, Colette hat nicht mit ihrem normalen Gewehr geschossen. Und ich sag's jetzt nochmal, falls ihr es selber spielen wollt, gebt euren Rocketeers Karabiner, weil die einen zusätzlichen, also die geben Bonus auf den Aim-Wert. Und das gilt auch für die Raketen, die abgeschossen werden. So, unser Schiff schicken wir dann mal vor, um nächste Runde das Meld zu holen. Sehr schön, nichts entdeckt. Und PK kann auch ein bisschen mitkommen. Und zwar zum Beispiel dahin. Okay, und Kaufmann begibt sich hier einfach irgendwo in halbwegs gute Deckung und kann dann gleich mal nachladen. Hm, zum Beispiel da. Okay. Es ist übrigens so, wenn ihr ein paar Runden lang keine Feinde gesehen habt, dann... Oh, meldet sich noch aus der anderen Richtung. Dann, sehen wir es hier schon irgendwo? Also wenn ihr ein paar Runden nichts von Feinden gesehen habt, dann wird auch alles bis auf das Command Pod, in dem Fall halt der oder die Outsider, auf der Map auf euch zulaufen. Also dann werdet ihr definitiv Gegner bekommen und im schlimmsten Fall auch aus verschiedenen Richtungen. Nur so als kleiner feiner Tipp. Okay, ist die Frage, wohin wir uns jetzt weiter bewegen wollen. Hier ist eigentlich schönes Territorium, um PK abzusetzen und meiner Erfahrung der Karte nach, ich glaube, die hatten wir auch schon mal relativ am Anfang, ist dann hier das UFO. Genau, hier sieht man schon im Nebel die Schrottteile, die davor aufgebaut sind. Ja, das heißt, wir bewegen uns jetzt grob diese Richtung, wo das andere Meld ist und schauen dann, dass wir PK hier oben in einer schönen Position zum Stehen bekommen. So. Der Hügel hat halt den Vorteil, man ist weiter oben, aber hat halt auch den Nachteil, dass mehr Gruppen an Gegnern potenziell getriggert werden. Im Moment sind das meiner Erfahrung nach so 2 bis 3 Gruppen pro, pro Mission, die wir spielen, außerhalb des, also außer des Command Pods. Und das bedeutet, es werden noch 1 bis 2 hier draußen rumschwirren. Solange das nur eine ist, habe ich ja kein Problem damit. Bei 2 hätte ich dann schon eher 1. Okay. Ich schicke Nakano auf jeden Fall irgendwie mal Richtung vorn. Gehen wir mal dahin. Okay. Nichts zu sehen. Hier sind dann die Trümmerteile, die ich gerade angesprochen habe. Und jetzt kommen wir zu keiner vernünftigen Position mehr davor. Andererseits sind hier oben keine Aliens mehr. Das heißt, ich könnte mich zum Beispiel dahin bewegen. Oder ich bleibe einfach hier, gehe es langsam an und lade nach. Also bei der Shotgun ist es jetzt nicht so derb wichtig, dass man nachlädt, aber ist immer noch good to have. Und Kaufmann holen wir mal daneben. Okay. Mhm. Und das ist der Outsider-Pod wahrscheinlich, also der eine Outsider, der in dem kleinen UFO normalerweise drin ist. Bedeutet gleichzeitig, also entweder ist noch ein Sektoiden-Pod oder sowas im UFO. Im schlimmsten, oder er ist halt irgendwo anders und dann ist er aber noch weiter weg, als das UFO zu unserer jetzigen Position ist, was natürlich relativ günstig ist. Okay, Brito. Ich will ihn natürlich einerseits möglichst weit bewegen. Andererseits auch nicht so ballsy. Dahin wäre halt schon gut. Da müssen wir aber sprinten, um überhaupt bis dahin zu kommen. Dahin wäre ebenfalls nicht schlecht.
Nakano. Kommt sogar bis hier vor. Das heißt, wir gehen mit Nakano hier erstmal da in Deckung. Trigger nix. Okay. Wenn der Outsider jetzt relativ nah hier zu dieser Grenze ist, dann kann es halt passieren, dass wir ihn jetzt sogar triggern. Aber ja, irgendwie das Risiko müssen wir halt mal eingehen. Und es sieht so aus, als hätte sich das ausgezahlt. Okay, jetzt können wir nämlich Brito hier fix nach vorne bewegen. Übrigens gilt das Angebot immer noch, wenn ihr gern als Soldat hier vertreten sein wollt, dann sagt mir einfach als was für eine Klasse, sagt mir welchen Namen. Ihr könnt auch einen konkreten Soldaten auswählen, den ihr sozusagen übernehmen wollt. Ja, gebt mir einfach Bescheid. Und ich mach's möglich. Kann natürlich sein, dass ihr wie nicht Undurai, sondern wer war das? Wie Odysseus irgendwie 20 Tage in der Med Bay landet, aber der kommt dann auch die nächsten Stunden raus, also in der nächsten Mission steht uns dann potenziell wieder zur Verfügung. Wir holen PK nach. Und im nächsten Schritt wird er dann hoffentlich da am nächsten Baum sein. Also da, wo wir ihn auch haben wollen. Und wir holen Leia nach. Mhm. Immer noch ist der nächste Pod im UFO. Und das Meld ist irgendwo da drüben, ganz weit hinten. Das heißt, ich würde mit Nakano tendenziell versuchen, das Meld zu bekommen. Er kann auch relativ weit rennen. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Nix getriggert. Sehen wir das Meld schon? Ja, da hinten. Und dann gehen wir hier hin. Und das sollten wir dann auch noch kriegen, hoffe ich. Und ansonsten können wir dann unsere Leute, denke ich, schon zum UFO aufbauen. Kaufmann als Medic. Ja, ich hätte halt echt... sie hat halt jetzt... Also Kaufmann ist halt ein Charakter, der drei... als Rookie drei Lebenspunkte hatte, was das Minimum ist. Und dementsprechend habe ich ihr jetzt, also sie hatte halt jetzt durch das Medic, durch die Beförderung, einen vierten Lebenspunkt bekommen, aber das ist halt trotzdem noch ziemlich wenig, deswegen habe ich ihr das Ceramic Plating gegeben, was bedeutet, dass sie halt keine Rauchgranate mitnehmen konnte, was ich ihr sonst gegeben hätte. Und unser Schiff, tja... Das eignet sich eigentlich ganz gut zum Flanken. Andererseits haben wir auch Nakano schon hier unten. Aber es tut vielleicht trotzdem nicht weh, noch einen zweiten Kandidaten hier unten zu haben. Sodass wir uns, denke ich, mit fünf Leuten hier oben und mit zwei auf die Flanke begeben. Vielleicht umfassen wir dann noch in die Richtung. Es kommt halt ganz drauf an, wo die Gegner denn herkommen. Jo, und dann können wir jetzt erstmal hier fein overwatchen. Beziehungsweise Brito wird steadyen. Und da kommt immer noch nichts an, was mich ehrlich gesagt ziemlich verwundert. Okay, wir kommen diese Runde noch nicht ans Meld ran. Aber dann Anfang der nächsten Runde haben wir es. Das heißt, wir bewegen Nakano einfach mal daneben. Und den Rest der Leute würde ich ganz gern hier stehen lassen. Bis auf das Schiff, das kommt, das fährt hier noch ein Stück weiter. Und zwar... Ich glaube, das dürfte das letzte Deckungsteilchen sein. Das heißt, da müsste man schon drumherum sehen. Also das Schiff nimmt ja nicht selber Deckung, aber hinter hoher Deckung, die auch noch hohe Deckung links und rechts davon hat, wird es halt nicht gesehen. Und das ist ja sozusagen besser als jede andere Deckung. Okay, dann holen wir Kaufmann hier ran. Also bewegen sie nur ein Stück weg und PK dahin, weil unseren Medic werden wir noch brauchen. Und PK steadied schon mal. Ich hoffe mal, dass ich nicht
nachladen muss mit ihm. Also, dass seine Munition, die er jetzt im Gewehr hat, ausreicht. Und dann werden wir uns im nächsten Schritt davon ran bewegen. Ja, aber Kaufmann macht einfach nochmal den Schritt. Und Brito steadied wiederum. Colette ebenfalls, weil Raketen profitieren auch davon. Da war Melt in die andere Richtung. Gibt es jetzt drei Kanister? Wie viel geben die denn hier? 10. Das wäre schon sehr untypisch. Also, ich habe gelesen, dass es passieren kann, dass es drei Kanister geben kann. Aber... ja. Das wäre natürlich dann ziemlich gut für uns, da in diesem Spiel, aufgrund der vorsichtigen Spielweise, die ich an den Tag gelegt habe, damit nicht so viele Leute sterben, wir ziemlich wenig Meld haben. Das heißt, wenn wir das dritte noch bekommen könnten, was anscheinend dann irgendwo hier hinten ist, wäre das quasi optimal. Andererseits will ich die Folge eigentlich auch nicht so lang ziehen. Also ich kann ja sagen, ich würde es halt tun, wenn, wenn ich alleine spielen würde, und so würde ich jetzt, da ist der Outsider. Und begibt sich in fast geflankte Deckung. PK kann ihn zu 80% Wahrscheinlichkeit treffen, das ist sehr schön. Das machen wir natürlich, weil der Outsider heilt nur 3 Lebenspunkte. Das heißt, alles, was wir über 3 Schaden machen, ist schon mal gut. Wir können mit Colette die Deckung wegballern. Oder wir können ihn schreddern. Ne, wir ballern die Deckung weg. Und zwar möglichst so, dass wir keine weiteren Teile des UFOs dabei in Mitleidenschaft ziehen. Da drinnen sind irgendwelche Computer etc. Die Frage ist halt, ob die Deckung dann wirklich zerbröselt. Na, ich denke, wir gehen mal keine Chancen ein und schießen doch nah dran. Wenn sie damit den Kill macht, ist auch okay. Sehr schön. Okay, und es war anscheinend nur ein Pod. Das bedeutet... die Aliens sparen anscheinend gerade. Ich bin mir doch nicht ganz sicher, wie das mit der Ressourcenverteilung bei den Aliens überhaupt ist. Ob sie sozusagen bevor sie irgendein UFO auf eine Mission schicken, bestimmen, wie viele Pods etc. drin sind. Oder ob das erst nachher gemacht wird. Also nachdem das UFO abgeschossen wurde. Auf jeden Fall, ja, war das doch ganz günstig und cool für uns. Brito wurde befördert als einziger, aber das ist ja auch okay. Das heißt, wir haben einen Lance Corporal zu vergeben, wenn ihr Interesse habt. Und Brito hat einen guten Aimwert. Das heißt, ich kann jetzt überlegen, also Panzerliter habe ich ja Steadfast gegeben, weil er mein Tank-Infanterist werden soll. Brito hat jetzt nicht die hohen Standard-Lebenspunkte, hat aber einen guten Aim-Wert. Das heißt, entweder eignet er sich als Overwatcher oder er eignet sich als Crit-Infanterist. Dann würde ich Executioner geben, aber ich denke, wir geben jetzt mal Covering Fire. Was bedeutet, dass er auch zurückschießen kann, wenn der Gegner sich nicht bewegt, sondern wenn er schießt oder eine Granate wirft oder sowas. Genau, wir haben noch ein bisschen Aim dazu bekommen, was natürlich sehr schön ist. Außerdem ist halt cool, wenn er selber steht, kann er halt zum Beispiel den ersten Schuss abgeben und den zweiten die Waffe steadien und dann... Achso, nee, das funktioniert nicht. Nevermind. So. Wir haben 7 Illyrium und 17 Alloys bekommen. Die Alloys sind uns gerade wichtig. Außerdem alle 30 Meld. Sehr cool. Leider ist alles vom UFO kaputt, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil diese Teile können wir, diese kaputten können wir verkaufen. Außerdem ist eins unserer Scopes kaputt gegangen und wir haben noch keine Repair Bay gebaut, die uns erlauben würde, das wieder zu reparieren. Das heißt, das wird auf jeden Fall was, was ich demnächst machen möchte. Denn wir haben immer noch nur 19 Engineers und der nächste Satellite-Uplink braucht sowieso. Wir können mal schauen, Repair Bay, ob wir die bauen dürfen. Nein, die braucht auch wie alles andere 4 Power. Das heißt, wir warten immer noch auf diesen Thermogenerator hier. Alternativ könnten wir halt schon mal einen Generator daneben setzen, einen normalen, weil die durch ihre Nachbarschaft dann noch mehr Power kriegen. Aber wir haben halt im Moment weder das Geld dafür... ja, noch alles andere.
Ja, also haben wir jetzt erstmal nur ein Scope, aber ein zweites wird in 7 Tagen fertig. Und dann müssen wir uns halt kümmern, dass wir die Repair Bay möglichst schnell online bekommen. Okay. Und weiter geht's. In Argentina wurde bombardiert und da ist die in Argentinien und da ist die Panik gestiegen. Wir haben einen Marksman Scope fertiggestellt. Das bedeutet, dass wir jetzt auch mit den Marksman Rifles über jedwede Distanzen schießen können. Wir können mal schauen, was wir uns noch leisten können. Wir könnten zum Beispiel noch überlegen, ein Alloy Plating zu bauen. Noch ein Scope wird ziemlich teuer, aber auf lange Sicht will ich halt schon für jeden im Team eins haben. Satelliten werden 2 fertiggestellt, das heißt, die reizen dann gerade mal unsere Kapazitäten aus. Das heißt, davon würde ich dann auch ganz gern in Kürze noch einen bauen, damit wir dann wenigstens nächsten Monat, also im Mai, Europa komplett bedecken können. Außerdem, wenn halt wieder irgendeiner abgeschossen wird, brauchen wir ja Ersatz. Können wir jetzt schauen, ob der neue Satellit wird sogar vor dem Council Report fertig. Das ist sehr schön. Okay. Odysseus ist zurück. Looks like they've changed their tactics. But why? Why do this? It's a message to the entire world that nothing can stop them. Ja, schick, schick. Die erste Terrormission. Wir haben ja einiges an Lance Corporals, die wir dahin mitnehmen werden. Und dann schauen wir uns mal an, ja, was das überhaupt macht und wie toll Terrormissionen sind. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt Kommentare. Auch wenn nicht, schreibt Kommentare, wenn ich irgendwas verbessern kann. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.